locker 95% von dem, was du da an Bauten, an Architektur, Infrastruktur und Technologie tagtäglich siehst, das wurde von Männern erdacht, konstruiert und installiert. Alle Dinge eben, die das Leben bequemer machen. Und wäre Männern das bewusst, beziehungsweise würde man nicht jeden Tag in sie eintrichtern, sie wären obsolet oder sowas, dann würde sich wahrscheinlich auch das persönliche Beziehungsleben von Männern und Frauen verbessern. Dann herrschte auch keine geschlechtliche Verwirrung und dann wäre der Prozentsatz an festen Beziehungen auch nicht auf einem Allzeittief. Männer würden deutlich mehr Kante zeigen gegenüber Frauen und von ihrem Selbstbewusstsein würden ja gerade Frauen profitieren, weil es genau das ist, was sie nun mal haben wollen. Der erste Schritt, den du hier vielleicht auf individueller Ebene machen kannst, ist es, Frauen von dem Podest zu heben, auf dem ja viele von ihnen sind, und ihren Bubi-Bonus, den sie von vielen Männern bekommen, wegzunehmen. Ganz besonders schöne Frauen, die schätzen es ja nach meiner Beobachtung, wenn sie auch mal ehrlich kritisiert werden von einem Mann und er sie sozusagen zügelt, wenn sie irgendwo falsch liegt oder über die Stränge schlägt. Also, kommuniziere resolut, beobachte genau, ich meine wirklich haargenau, wie ihr allgemeines Männerbild in puncto Respekt so ist und lass die Frau wissen, dass dein Wort Gewicht hat. Mit Wischiwaschi-Aussagen oder dem Relativieren von deinen Aussagen, wenn du den Eindruck hast, ihr hat irgendwas nicht gefallen, damit bist du auf dem besten Weg, ihr persönlicher Fußabtreter zu werden. Und da Frauen ein reichlich anderes Denken und Fühlen haben als Männer, halte ich es im Prinzip sowieso für Unsinn bzw. Zeitverschwendung, sich überhaupt mit Diskussionen mit Frauen einzulassen. Ich meine, wenn sie dummes Zeug von sich gibt oder etwas getan hat, das deiner Philosophie zuwiderläuft, dann lass sie das doch bitte klipp und klar wissen, ohne herumzudrucksen, fährst du da deutlich besser damit. Ist doch logisch, es hilft der Frau dabei, dich als stabilen Mann wahrzunehmen, der fähig ist, eine stabile Beziehung zu führen.